Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem weiteren Devlog. Also, klingt irgendwie komisch, aber ich glaube, so heißt es. Heute möchte ich euch einmal ganz kurz den Fortschritt von dem Spiel zeigen, wie weit das vom letzten Mal bis jetzt gekommen ist. Ihr seht schon, neuer Startbildschirm, 3D-Welt. Hä? 3D-Münzen? Hä? Der Spieler hat einen Schatten? Hä? Ja, es hat sich einiges geändert. Es ist hin und wieder immer noch ein 2D- oder 2,5D-Plattformer. Größtenteils wird es aber jetzt in 3D spielen. Wir springen direkt einmal rein. Hier ist bisher noch im Level alles ganz normal, außer dass halt jetzt hier Münzen in 3D sind. Mal gucken, ob ich das noch ändere. Vielleicht mache ich daraus irgendwie Obst oder sonst was. Ein weiteres Detail ist, dass der Spieler jetzt auch so squishy ist. Das heißt, wenn er springt, zieht er sich so ein bisschen zusammen. Wenn er landet, bounce er noch mal ganz kurz. Also eigentlich nur ein kleines Detail, nicht der Rede wert. Was jetzt sogar noch neu ist, sind die Enden der Level. Denn da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ihr da ganz oben links seht. Die bunten Würfel. Die bunten Würfel sind, sagen wir mal, die Collectibles in dem Spiel. Ich lasse es auch bei bunten Würfeln, weil das werde ich noch so ein bisschen die Story mit hinzufügen. Bisher habe ich noch keine großartige Verwendung dafür. Und hier kommen wir jetzt auch zur Overworld. Das kennt man noch aus dem letzten Video. Hier mit den Leveln. Ich habe die komplette Overworld überarbeitet in Blender. Und jetzt gibt es wirklich eine Low-Poly-Welt. Sagen wir mal so, mit selbstgebauten Bäumen. Also, da hing ich gestern Abend. Boah, ich weiß nicht, von 20. Nee, von 19. Ich komme nicht so ganz mit Blender zurecht, sagen wir mal so, ich bin noch ein Neuling. Hier den Brunnen, da bin ich extrem stolz drauf. Der sieht jetzt nicht top aus, aber er ist animiert, es kommen so Wasserblasen raus. Dialog, ich weiß nicht, der hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, schon. In dieser Demo kannst du etwas Spezielles freischalten im Shop. Wenn du 100 Münzen sammelst, was das wird, werde ich nicht sagen, aber hier haben wir den Shop. Da tut sich nichts, wenn ich reingehe. Erst, sobald man 100 Münzen hat. Und das dürft ihr selber nämlich erfahren. Was auch mit neu dabei ist, ist ein Kamerawechsel, um hier zum Beispiel diese Jump'n'Run-Passagen ein bisschen einfacher zu gestalten. Rückwärts muss ich gucken, ob ich da die Kamera wieder zurückdrehe. Auf jeden Fall bin ich echt verblüfft, dass ich da so einen Kamerawechsel hinbekommen habe. Ja. Was auch. Ich habe die ganzen Bodentexturen alle einzeln ausgetauscht im Blender. Das heißt, jede Textur hochauflösender gemacht, sodass man hier jetzt wirklich die Dinger sieht. Hier sieht man die dann größer, habe hier mal größer, mal kleiner gezogen, sodass aber auch nichts großartig an den Rändern hier übersteht. Ja, Gras habe ich noch dazu gemacht und ja, das war ein Prozedere, das zu machen. Größtenteils wird es aber jetzt beim Spiel dann dabei bleiben, dass man diese Regenbogenwürfel einsammeln muss. Ich habe da auch noch keinen guten Namen für. Vielleicht fällt mir irgendwas dazu ein. Wie gesagt, wozu die sind, sage ich noch nicht. Was aber noch hinzukommen wird, wird auf jeden Fall eine Animation sein, womit der Spieler nach hinten rennt und vielleicht auch so leicht die Kamera neigen kann. Das habe ich bisher noch nicht drin. Das heißt, dieser Stick ist momentan noch nutzlos. Ich kriege es aber auch nicht hin, Sachen zu animieren. Sonst hätte ich vermutlich hier vielleicht mal so ein Apfel, der am Baum wackelt oder sonst was. Was mich meine Mutter übrigens heute Morgen angesprochen hat, ist, warum hat der Baum Füße? Sie sagte, es sieht aus, als hätte der Baum Füße. Muss ich jetzt sagen, nein, das ist die Bodentextur. Und sie hat es nicht verstanden. Ja, also ich guck mal, was man noch machen kann. Ich hatte vor, noch so Nebenquests hier in die Oberwelt einzubauen. Und vielleicht eine leicht dynamischere Kamera, aber ansonsten bleibt das so, man kann hier weiterhin auf die Level drauf, zu den Leveln. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war diesmal ein kürzeres Video. Diesmal bin ich auch nicht auf den Godot selber eingegangen, sondern halt nur auf das Spiel. In den Leveln hat sich nicht großartig viel geändert. Welt 2 habe ich noch gar nicht weitergemacht. Ich will erstmal gucken, dass ich die erste und zweite Overworld mache. Und vielleicht auch die erste Welt komplett fertig, damit ich schon mal eine Demo-Version raus machen könnte. Um vielleicht auf Kickstarter oder Indiegogo mal zu schauen. Und ich sehe gerade, dass hier
das hier noch nicht, da ich das Material von diesem Baum hier noch nicht ganz perfekt gemacht habe. Seht schon, die anderen sind so rau und der, ich habe hier die Maus und der leuchtet noch so ein bisschen. Es gibt übrigens noch eine andere Version von der Overworld. Ich habe euch die neue ja jetzt gezeigt. Vorher gab es auch noch die Version, aber da seht ihr hier oben, da kratzt das ziemlich am Rand. Oder hier ist halt der dunkelgrüne Fleck an der Seite. Das habe ich geguckt, dass ich das alles so weit wegkriege. Und dann gab es hier unten sogar noch Wasser, das ich in Blender selbst animiert hatte. Aber ich habe das irgendwie nicht so ganz hinbekommen, dass er das halt mit exportiert. Was ziemlich schade ist. Muss ich gucken, wie ich halt Sachen animieren kann, um sie dann in das Spiel hinzuzufügen. Momentan habe ich halt die Idee, sagen wir mal, mit dem Apfel, dass ich ein Apfelobjekt selber in Blender mache, füge das in Godot ein und dann animiere ich das in Godot oder Godot. Aber ich glaube nicht, dass das halt der Weg ist, wie das normalerweise funktionieren sollte. Und ich mag das hier mit diesen Lichteffekten rumzuspielen. Das sieht halt schon geil aus mit diesem Windows 3D. Ich habe auch übrigens noch die alte Overworld-Version. Die existiert hier unten noch unter Level und dann haben wir hier Overworld Save. Ich werde die auch nicht löschen. Oh, da fehlen Materialien. Ja, ich werde sie nicht löschen, vielleicht irgendwie als Secret nochmal so hinzufügen. Aber so sah die Overworld halt vorher aus. Nicht das Beste und ich finde, wie sie jetzt ist, auch deutlich besser. Ja, also, falls euch das gefallen hat, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für alle, für die Unterstützung, die ich für das Spiel jetzt bekommen habe. Ich finde das so krass halt. So leichte Pushs auf Twitter. Dann halt Freunde, die mir Tipps dazu geben. Dann habe ich Freunde, die mir helfen, Texturen für das Spiel zu machen. Da habe ich auch noch jemanden gefunden, der Musik für das Spiel mitmacht. Es ist schon krass. Ich versuche das Beste aus dem Spiel rauszumachen. So viel, wie ich halt auch als einzelne Person in das Spiel reinstecken kann. Ich stecke ganze Tage manchmal rein. Manchmal mache ich auch eine Pause. Dann fange ich schon an, von den Spielen zu träumen und ich glaube nicht, dass das gut ist. Deshalb hin und wieder mal eine Pause machen, sodass sich mein Creative Mind wieder ein bisschen darauf vorbereiten kann. Trotzdem vielen, vielen Dank für all eure Unterstützung. Zeigt, ihr könnt mir ja gerne Unterstützung mit einem Daumen hoch da lassen. Da weiß ich, dass euch das gefällt, dass ich das vielleicht mal öfters machen kann. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.